Schön, dass du dich für ein sanftes Wohlfühl-Yoga heute entschieden hast. Du kannst heute in mobilisierenden Haltungen deinen ganzen Körper einmal bewegen und so zur Entspannung und Ruhe finden. Ich bin Nadine, schön, dass du mit dabei bist. Komm in einen Sitz deiner Wahl auf deiner Matte an. Dem Einatmen streck die Arme nach oben. Und ausatmen, lass die Arme sinken. Einatmen, streck dich nach oben. Und aus, wieder ab. Einatmen, streck die Arme hoch. Und aus, wieder ab. Und dann nimm deine Hände nach vorne und komm in den Vierfüßlerstand. Platziere hier deine Hände direkt unter deinen Schultern und spreiz deine Finger nach außen. Dem Einatmen senk den Rücken im Kuhrücken ab. Ausatmen, mach einen Katzenbuckel. Einatmen, Kuhrücken, bring den Rücken nach unten. Und ausatmen, schieb den Rücken hoch. Einatmen, Kuhrücken. Und ausatmen in den Katzenbuckel. Einatmen, Kuhrücken, zieh die Schultern von den Ohren weg. Und ausatmen in den Katzenbuckel. Einatmen, senk ab. Und ausatmen, schieb dich nach oben. Und dann beende die Übung mit deinem nächsten Einatmen. Heb den rechten Arm über die Seite nach oben an. Und ausatmen, bring die Hand zur Matte zurück. Einatmen, linker Arm nach oben. Und aus, wieder ab. Einatmen, rechts nach oben. Und aus, wieder ab. Einatmen, linker Arm nach oben, schau deiner Hand hinterher und wieder ab. Einatmen, streck dich nochmal in die Länge und aus, wieder ab. Einatmen, nach oben und aus, wieder ab. Einatmen, über die Seite hoch und bring die Hand nach unten. Einatmen, linker Arm nach oben. Und ausatmen, setz die Hand wieder auf. Beende nun die Übung und schieb dich nach hinten in die Haltung des Kindes zurück. Lass deinen Kopf nach unten auf deine Matte sinken und atme hier tief durch. Und dann richte dich wieder auf. Platziere noch einmal deine Hände unter deinen Schultern, stell die Zehenspitzen auf, komm in die Bretthaltung und aus dem Brett heraus beug die Knie, schieb dein Gesäß nach oben in den herabschauenden Hund. Einatmen, senk deine Knie Richtung Matte und ausatmen, schieb die Knie nach hinten wieder zurück. Einatmen, senk die Knie nach unten, aus, zurück. Einatmen, senk die Beine ab. Und ausatmen, streck dich wieder. Einatmen, Knie nach unten. Und aus, die Beine wieder lang. Einatmen, nach unten. Und aus, wieder ab. Einatmen, nach unten. Und dann lauf mit deinen Füßen nach vorne und richte jetzt hier deinen Oberkörper nach oben auf und lass die Arme vor deinem Herzen zusammensinken. Komm nun von hier aus in einen Kretschstand, bring deine Beine nach außen, dreh deinen rechten Fuß so herum, dass die Fußspitze nach vorne zeigt, die linke Fußaußenkante hinten ist parallel zum hinteren Mattenrand. Setz deinen rechten Arm auf dem Oberschenkel ab und für das gebeugte Standdreieck zieh deinen linken Arm in die Länge. Jetzt richte dich auf in den himmelwärts gerichteten Krieger. Und mit dem Ausatmen komm wieder in das gebeugte Standdreieck. Einatmen, himmelwärts gerichteter Krieger. Und ausatmen ins Standdreieck. Achte darauf, dass dein rechtes Knie über deinem rechten Knöchel bleibt. Und mit dem Ausatmen komm wieder nach vorn. Einatmen, lehn dich über hinten zurück, streck dich in die Länge. Und ausatmen. Streck den Arm lang nach oben heraus. Einatmen, richte dich auf, beende die Übung und wechsel die Seite.
Dreh deinen linken Fuß nach vorn, die rechte Fußaußenkante parallel zum hinteren Mattenrand. Bring dein linkes Knie über den linken Knöchel. Setz wieder deinen Unterarm auf dem Oberschenkel ab für das gebeugte Standdreieck. Einatmen, lehn dich nach hinten zurück, himmelwärts gerichteter Krieger. Und ausatmen ins Standdreieck. Einatmen, himmelwärts. Und ausatmen, zieh dich in die Länge. Einatmen, himmelwärts gerichteter Krieger. Und ausatmen, lehn dich nach vorn. Drück noch einmal deine rechte Fußaußenkante fest in den Boden. Und mit dem Ausatmen in das gebeugte Standdreieck. Einatmen, richte dich wieder auf und beende die Übung. Lass deine Beine in diesem Kretstand, dreh deine Füße nach vorn. Einatmen, streck die Arme nach oben. Und ausatmen, lass dich nach vorne in die tiefe Vorbeuge sinken. Und lass hier für einen Moment deinen Kopf und Oberkörper einmal schwer nach vorne unten hängen. Du kannst deine Knie dabei leicht eingebeugt lassen. Und dann beug deine Knie, komm mit geradem Rücken nach oben, einatmen und ausatmen, lass die Arme sinken. Und dann bring deine Füße wieder zusammen, komm nach unten auf deine Matte in einen Sitz. Und streck deine Beine lang nach vorne aus. Zieh beide Zehenspitzen ran. Richte deinen Rücken erst einmal auf und wander jetzt mit deinen Händen nach vorn. Du kannst mit deinen Händen entweder an deinen Unterschenkeln oder an deinen Füßen dich festhalten und dann zieh dich daran sanft nach vorn. Schau mal, ob du die Rundung des Rückens, die Dehnung so einrichten kannst, dass du ein gleichmäßiges Ziehen auf deiner Beinrückseite und auch in deinem Rücken spüren kannst. Und dann atme hier durch deine Nase weiter tief ein und aus. Dann löst die Haltung langsam wieder auf, schieb dich nach oben zurück und von hier aus begib dich nach unten in die Rückenlage und stell deine Beine auf. Nimm deine Arme 90 Grad nach außen, leg den Handrücken am Boden ab und setz den rechten Fuß an den rechten Mattenrand, den linken an den linken. Mit dem nächsten Einatmen lass jetzt die Beine nach links fallen und mit dem Ausatmen bring die Beine nach oben wieder zurück. Einatmen, beide Knie nach rechts. Und ausatmen, zurück. Einatmen, nach links. Und ausatmen, zurück. Einatmen, kipp im Scheibenwischer nach rechts. Ausatmen, bring die Beine wieder hoch. Und einatmen, nach links. Und ganz langsam nach oben wieder zurück mit dem Ausatmen. Bring die Füße in der Mitte, zur Mitte deiner Matte wieder zurück. Und zieh die Knie zu dir heran, leg die Hände auf deinen Knien auf und beginne hier deine Beine noch einmal zu kreisen und deinen unteren Rücken so zu massieren. Und dann kreis auch noch einmal in die andere Richtung. Und dann halt in der Mitte wieder an und stell deine Beine auf. Komm dann über die Seite nach oben und kannst dich gerne noch einmal in einen Fersensitz oder in einen gekreuzten Sitz setzen. Richte deinen Rücken nochmal auf, streck einatmend die Arme über die Seite nach oben, ausatmen, lass die Arme sinken. Einatmen, streck dich hoch und aus, wieder ab. Einatmen noch einmal nach oben. Leg oben deine Handflächen aneinander, bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Atme noch einmal tief durch. Und beende an dieser Stelle dein Yoga-Üben. Ich hoffe, dass die Übungen dir gut getan haben. Wenn dir es gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal. Oben findest du schon das Symbol. Klick einfach kurz drauf. Und dann kannst du auch das nächste Video nicht verpassen.
Bis dahin, ich freue mich schon.